Lange Teile an der Werkbank bearbeiten nervt? Hier kommt die Lösung. Du brauchst 2 Reststücke Holz, 2 unterschiedlich dicke Rundstäbe, 1 Gewindeschraube und Zubehör. Als erstes sägst du die beiden Stücke Holz aus gleichem Maß. Dann fräst du Fingerzinken. So kannst du beide Teile später verbinden. Dann markierst du dir 2 Bohrlöcher mittig im Brett. Einmal bohren und mit dem Fräser zum Langloch umwandeln. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und den Grund dafür seht ihr hier. Mitten beim Fräsen explodiert mir auf einmal der Fräser. Zum Glück ist außer einer kleinen Schnittwunde nichts passiert. Weiter geht's. Auf die Rückseite eine gestoppte Nut sägen und sauber nacharbeiten. Den einen Rundstab kürzen, die Mitte markieren und einmal durchbohren. Die Mutter einlassen. Dann beide Bretter verleimen, den anderen Rundstab kürzen und so anbringen, dass die Vorrichtung ins Lochraster der Werkbank passt. Dann den anderen Rundstab festmachen und fertig ist die Vorrichtung. Jetzt kannst du ganz einfach große Teile an der Werkbank bearbeiten, ohne nerviges Verrutschen. Genial, oder?